Also, hallo und willkommen zu Lippo zockt. Liegt noch eines von meinen langen Haaren hier. Hab ich gar nicht erwischt. Gut, das kann nicht sein. Welche ich vorher hatte. Hier ist es doch hier. Oder auch nicht. Wo ist es denn hier? Ich möchte das gerne begutachten. Das kann nicht sein. Es ist viel zu hell hier. Ich kann das gar nicht sehen. Es ist zu dunkel, ich kann das gar nicht sehen. Egal, die Zeit ist vorbei, die Zeit der langen Haare. Die Hippie-Zeit. Mephisto MM2, 2 E-Proms. Unknown-Term, 2 E-Proms, ich weiß nicht, was da abläuft. Ich glaube nicht, dass das ein Dual-Core MM2 ist. Level 3, da hat der Lippo die Chance dazu gewinnen. Ach, ich kann das Brett nicht drehen. Ich leider mit Weiß spielen. Das tut mir leid. I'm Scooser. Ich werde jetzt aber nicht anfangen, hier mit G4 oder sowas um die Ecke zu kommen. E4. Ach, Karo kann wie langweilig. D3. Wie langweilig, du musst erstmal die. Es geht da schon nicht mehr. Anknoturm D3. Ulf Ratzmanns. Mephisto MM2. Ach, ich will jetzt nicht schon wieder mit diesem G3 um die Ecke kommen. Andererseits, wo will er hin? F6, ach, G4, ach so, da zeigt das erst dann an, wenn er die Gnade hatte, mal. Das stört mich aber auch schon so ein bisschen hier, muss ich ehrlich sagen. Weißt du, nach H3. H3, Dame, H4, Schach, G3. So schon mal ein Schuss in den Ofen. Da muss der Springer zwar nicht zwingend weg, wegen, keine Ahnung, Dame H6, da sieht alles ungesund aus. H3. Nimmt auf E4. Ich nehme mit dem Bauern, ich will mich entwickeln. Springer nach H6 zurück, dann Läufer nach C4. Dame H4, Schach, G3. Da trotzdem. Okay, Dame E7, man merkt schon, ich ziehe einfach mal F5, Dame B4 Schach oder so hat er ja nicht. Der wollte ja jegliches Schachwissen aus den Programmen raushalten und eigentlich nur auf bloße Taktik setzen. Okay, ja gut, ich habe es ja so gewollt. Tausche mal die Dame mal weg. Ist mir auch lieber so. Dann habe ich einen taktischen Gefahrenherd schon mal ausgelöscht. Dame König G3 oder König F3? Das ist hier die Frage. Machen wir den. Nehmen Sie den auf G1 weg. Sie haben bestimmt gute Endspielkenntnisse. So, den Läufer hierhin. Rochade. Dann, ich biete mal den nächsten Tausch an hier. Nimmt auch an. Ich will da den Läufer raus haben. Vielleicht mache ich auch das totale Endspiel hier. Läufer nach D3, sonst kommt der Turm irgendwie nach D1 oder irgendwo hin oder D2. Dann tauschen weiter. Ich hätte auch auf H6 nehmen können, fällt mir gerade mal so auf. F6, den Springer raus. Vielleicht, wenn er den Springer wegzieht. Am besten gleich noch Handstand auf dem Stuhl machen hier. Dann würde ich ja 10-mal bei umkippen, aber egal. Was, wenn ich Turm G1 ziehe? Dann G5. Was soll das drohen? Ich postiere ihn mal um hier nach C4. Ich habe mir mal so den Angriffswahn, muss ich ehrlich sagen, dass ich unbedingt, was ist denn nach C3? Stellt sich die Qualität ein oder bin ich jetzt blöd? Na gut, da kann ich natürlich nehmen. Also C3, Turm schlägt, mich am Arsch mit der Zeit. C3, Turm schlägt, König schlägt, Läufer F5 schlägt, Schach, König beiseite, er schlägt hier weiter. Das würde doch ein bisschen viel Material kosten, würde ich mal sagen.
B5. C3, der Turm nimmt, der Läufer nimmt, also wenn er kann auch den hier nehmen. C3, er nimmt hier, ich nehme seinen Turm, er nimmt, Turm nimmt, er nimmt, Turm nimmt. Und der Springer, das ist mir zu blöd. Ich könnte es aber machen. C3. Turm schlägt D3, Turm schlägt D3. Und dann nimmt er auf. Ich kann den König nehmen. Also C3. Turm nimmt, König nimmt, Bauer nimmt, König nimmt. Aber ach, das ist mir alles zu taktisch. Das ist das Problem. Das ist ein taktisch rechnender Schachcomputer. Und ich will taktisch gegen den spielen. Das kann ich gar nicht machen. Ich ziehe den weg. Vielleicht wäre es gegangen, aber ich will es einfach nicht. Das ist mir taktisch viel zu brisant. Ebenso wie die Abzüge hier. G8, F8, Thomas. Das ist mir alles zu riskant. Das ist mir zu tricky. Ich tausche weiter weg. Meine Marschrichtung ist klar. Alle Taktik rauslassen. Was denn jetzt mit C3? C3, wo will er denn hin? Turm schlägt, Springer schlägt. C3, Turm B4, Turm C4, Turm A4, Turm D5, Turm D6, Turm schlägt, nehme ich, das gibt dann einfach die Qualität. Ich kann auch hier, na, ich kann nicht, ich besser, wenn ich hier nehme. So, jetzt den Läufer weg. Das Gute ist, der Turm steht auf der geraden Linie. Das heißt, der kann mit dem Turm gar nicht weg. Dann ziehe ich mal den Läufer hier rüber. Sonst kommt hier noch Läufer C, Springer C4 Schach. G6. Ich mache da gar nichts drauf. Soll er doch nehmen, dann kriege ich die G-Linie. Ich stelle sogar noch den Turm hier bereit. Bitteschön. A7, A5, A3. Ich will die Diagonale behalten. Ich hätte Läufer G8 ziehen können. Sehe ich gerade mal hier. Läufer G8. Wenn er den Bauern vorzieht, dann muss er bestimmt hier nehmen. Läufer G8. Er will mich nehmen lassen mit Springerschach. Wenn der Bauer mal fällt, dann könnten die anderen Bauern auch schwach werden. Und das hat er vor. Den Turm rüberziehe. Das Endspiel ist nicht gewonnen. Also ohne Figuren mal. Ich will Wasser nehmen. Läufer H7. Nochmal. So links hochgeladen. Läufer H7, Springer C4 Schach, König nach E2, Springer B2 schlägt, Läufer G6, Läufer Bauer G6, König F8, H6, H5, König G7. Das ist mir alles zu kompliziert. Das ist das Problem bei der Sache. Ich ziehe hier sogar B3. Das ist mir zu kompliziert. Ich darf nicht hier auf Dinge spielen, auf die er besser spielen kann. Wenn ich auf H5 nehme, befürchte ich. Gib mal das Schach. Wo kann der Gaul denn hin? Hat er ein Schachgebot hier auf F5? Is a check? Is a rook weg? Ich gehe einfach mal davon aus, das sieht er. Natürlich sieht er das. Okay, was, wenn ich H4 ziehe? Dann gibt er das Schach König F2. H6 meine ich natürlich. Gibt schon dann Schach? Heißt es sich immer Schach gesehen, Schach gegeben? Wer will jetzt hier ziehen? B4? Da will mich sowas von verarschen hier. Der will F4 Schach geben, dann hängt der F7, nimmt der F7 sowieso und dann will er hier Beschisspotenzial haben. König beiseite. Möglichst den Schachs aus dem Weg gehen. König nach rüber.
Kann ja Turmschach geben und dann den Bauern, obwohl das geht nicht. Bauer vorgeht auch nicht. Turmschach. König, Turm hier rüber mal. Geht da hin? Ein bisschen irritierend, weil ich immer erst abwarten muss, wo der hinzieht. Was, wo, wir, wer? So, wir wollen ja nichts verschenken hier. Auch wenn wir hier möglicherweise, ja, nur möglicherweise. Weißt du, wenn ich ihn schlage, dann schlägt der Bauer zieht vor, ist weg. Der Bauer zieht vor, der gibt die Figur und kriegt die Figur zurück. Okay, ganz weit weg. Tja. Ja, ich kann ja sowieso keinen Schach geben. So. Shit. Jetzt den König hier ran, dann fliegt er mit Schach, dann ziehe ich hier ran, dann zieht der Bauer vor. Das ist alles schon wieder hochkompliziert. Das, was ich nicht wollte. Glaube, das wird nur Remis. Ich könnte auch mit dem Bauern vorziehen. Jetzt fängt er das große Rechnen an. Ich habe dann ein Schachgebot, das ziehe ich beiseite. Ja, genau, Alter. So sehe ich mich. Ja, es ist gewonnen. Kommt Springer A6 oder sowas. Dann hole ich mir eine Dame, gebe das Turmschach. In jedem Fall kostet die Figur. Jetzt fängt dann das große Rechnen zu veranstalten hier. Ich hole mir. Oh, eine Dame ist ja klar. So. Bis deine Sache ist die Partie so belanglos, ich kann mich nicht mehr mal an die Züge erinnern. Jo, was hätte er so gerne? Na, war vielleicht nicht das allercleverste Turm G1, weil wenn er den Bauern jetzt. Der hätte den Bauern nicht auch stoppen können, aber. Schneller, jalla, jalla, wir haben keine Zeit, um keine Zeit zu haben. Ich mache das mal als Bauern, hier Dame. Wo ich kann das ja mal eben austauschen. E6, D5. Dann, was mache ich denn jetzt am schnellsten mattmäßig? Ja, jetzt ruhig dieses Zeugs hier einfach. Ja, der will immer hochgehen, damit ich kein Schachgebot habe. Jetzt zieht er nämlich noch einen hoch, jetzt ziehe ich den und dann ist es trotzdem mal doch ohne Schachgebote. Schachmatt. So, danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.